sage ich jetzt mal einfach so. ja, auf jeden Fall, da, was wollte ich jetzt sagen, genau, da ist, wie gesagt, also man kommt relativ schnell da auch dann, dadurch, dass man den nächsten Versuch ohne relativ viel Zeit zu verlieren unternehmen kann, kommt man relativ auch relativ schnell auf den Weg, den man da einschlagen muss. Da ist immer in den meisten Fällen ein Weg, den man gehen muss, aber da wurde, wie ich finde, auch beim Design sehr gut daran gedacht, an die, wenn man entdeckt wird, also wenn man entdeckt wird, dass es nicht gleich heißt, oh, ich schmeiß die Flinte ins Korn, sondern das Design ist auch so darauf ausgelegt, dass man eigentlich so gut wie immer einen guten Ausweg finden kann, mit Möglichkeiten, um sich zu verstecken. Und hier ist es irgendwie ziemlich duster. Da hat wohl jemand die Stromrechnung oder so nicht bezahlt. Ein bisschen unheimlich, oder? Naja, dann müssen wir wohl erstmal so hier durch. Oder wir finden irgendetwas, mit dem wir den Strom wieder einschalten können. Was ist das hier? Sieht nach was Großem aus. Und, oh ja, damit können wir den Strom wieder einschalten. Ja, erleuchtet hier doch mal alles wieder so richtig schön. Und dann können wir jetzt hier raus. Und können uns die Bereiche, durch die wir gerade durchgegangen sind, genauer ansehen. Denn wir haben Strom. Ja, dieser Sektor erinnert mich so, also gerade vor allen Dingen dieser Raum. Und oh, da ist eine Missile-Tür. Und da liegt etwas vor uns. Das ist der White Beam. Ja, schön. Eine neue Waffe für uns. Das lobe ich mir doch. Es werden 3 Beams auf einmal abgefeuert. Drücke Y, um zu schießen. White Beams können White Beam Boxen verschieben und White Beam Panzerung zerstören. Ja. Das sind nämlich da diese Türen, wie wir sie jetzt da zu unserer Rechten sehen, mit diesen 3 Leuchten da drauf. Können wir damit öffnen. Auch diese, wir hatten ja einen von diesen Containern da gesehen. Die können wir jetzt damit auch betätigen. Und ja, ich, was wollte ich gerade sagen, hier dieser Raum hier, weiß nicht, der erinnert mich an einen, erinnert mich sehr stark an einen Raum aus Shadow Complex. Der sieht recht ähnlich aus, auch so mit dieser fabrikartigen Anlage hier. Oh, Scheiße. Genau, das sind diese Boxen hier, die können wir damit jetzt verschieben. Sein. Oh, und da geht's in die nächste ME-Zone. Na, das kann was werden. Oh. Verdammt. Scheiße, der Typ ist schnell. Wir sollten uns schnell von hier verpissen. Dass wir diese Schließtür dort hatten. Okay, und wir sind raus hier. Ja, oh mein Gott. Nicht nur kann er jetzt durch, durch Schächte kriechen, sondern hat auch was an Geschwindigkeit zugelegt. Wirklich nicht gut für uns. Aber ich glaube, hier können wir sowieso erstmal nicht weitermachen. Aber dadurch, dass wir jetzt hier diese neue Waffe erhalten haben, können wir in Kataris ein wenig weitermachen, möglicherweise. Aber das heißt nicht, dass wir uns jetzt hier nochmal umsehen werden. Ach, scheiße, in den Rücken geschossen. Oh Gott. Ja, mit denen sollten wir uns nicht zu viel anlegen. Denn wir haben gerade richtig gut was an Schaden eingesteckt und fehlt nicht mehr viel, bis wir im Eimer sind. Das ist wie
ging ja mal so ein Konterangriff da, damit wir uns ein wenig mehr Lebensenergie zurückholen können. Ja, okay, egal. Fahren wir wieder zurück. Ich glaube, das ist sowieso jetzt das, was wir machen müssen. So, da waren ja ein paar von diesen Whitebeam-Türen und Boxen, die wir bis dato noch nicht bewegen konnten. Von daher ist das wahrscheinlich die bessere Option. Bevor wir uns mit so einem Emmy anlegen, der auch noch ziemlich flott auf den Beinen ist, sollten wir uns erstmal um den vorherigen hier kümmern. Ich meine, die sind ja sowieso schon nicht langsam unterwegs. Aber ja, am besten alles mal der Reihe nach. So, da wären wir wieder. Kartals. Gut. Gucken wir uns doch mal hier genau um. Da unten ist noch so eine Tür. Da können wir schneller lang, indem wir hier durchgehen. Ah ja, da unten in der Emmy-Zone, da ist noch eine weitere Whitebeam-Tür oder so ein Block hier. Den können wir jetzt auf jeden Fall verschieben, womit wir eine kleine Abkürzung haben. So, dann müssen wir uns hier jetzt weiter nach unten aufmachen. Da ist die Tür. Ja, komm schon. Okay. Kacke, da müssen wir uns da oben mit langhangeln. Ja, das geht natürlich ziemlich langsam. Ich hoffe, oh shit. Ich hoffe, wir haben nicht zu viel Zeit verloren, aber scheint doch noch alles klar zu gehen. So, jetzt kommen wir hier raus. Oh, und wir sind bei der Zentraleinheit. Jo, sehr schön. Dann wollen wir die mal schnell auseinandernehmen. Hat keine Missiles mehr. Okay, mit dem Charge können wir, glaube ich, den Rest machen. Jo. Excellent. So, damit gehört die Omega-Kanone wieder uns. Und das heißt, aus der Gejagten wird nun wieder die Jägerin. Wenn man so will. So, erstmal wieder hier die Tür öffnen mit dem Laser und dann laden wir auf und bam. So, heißt natürlich auch wieder, wir müssen einen geeigneten Ort finden, wo wir uns mit dem Ding anlegen können. Ich glaube, das ist ein bisschen kurz. Und der Bastard wollte uns von hinten überraschen. Ich glaube, wir gehen woanders mal hin. Oh, scheiße, ja, jetzt kürzt er den Weg natürlich noch ein bisschen ab, aber vielleicht kann man zumindest da die Panzerung nicht mal zerstören. Ja, oh Mann, das war knapp. Das war verdammt knapp. So, okay, und hier können wir, glaube ich, den Rest geben. Jawohl. Ausgezeichnet. Puh, Mann. Erstmal durchatmen. Und dann holen wir uns etwas von ihm zurück. Und das ist der Morph Ball. Oh, Mann. Ja, den kriegt man erstaunlich spät in diesem Spiel. Aber wir haben ihn jetzt. Samus kann sich in einen Ball verwandeln, der in beengte Räume passt. Drücke ZL auf dem Stick, während du dich duckst, um dich zu verwandeln. Zum Morph Ball drücke B, um zu springen. Wege den linken Stick in die Richtung niedrigen, schmalen Tunnels. Oder während du am Tunneleingang an einem Vorsprung hängst, um dich automatisch in einen Morphball zu verwandeln und den Tunnel zu betreten. Ja,
Den Springball haben wir automatisch dieses Mal schon mit dabei. Die Bomben noch nicht, aber ja. Dadurch ist uns jetzt natürlich eine ganze Menge geöffnet. Denn wir sind ja schon an einigen Stellen an solche engen Durchgänge gekommen, an die wir von einer Seite halt nicht da reinrutschen konnten. Und ja, die Tür hat keinen Strom mehr. Und dafür können wir jetzt halt, ja, wie ihr hier seht, die können wir jetzt halt so dann nutzen, um da rauszukommen. Und da hätte ich doch jetzt fast links hier eine Missile Expansion liegen lassen. Und noch dazu, ne, okay, alles klar. Hier ist auch noch irgendwo was versteckt. Ah, ich schätze mal, es ist irgendwo hier in der Wand drin, gehe ich mal von aus. Was anderes würde eigentlich nicht, auch nicht so viel Sinn machen. Diese Musik ist irgendwie so komisch. Ja, das ist vielleicht auch so einer der wenigen Kritikpunkte, die ich an dem Spiel habe. Die Musiken in diesen Emmy-Zonen, wenn man sie bereinigt hat von dem Emmy, die sind irgendwie sehr, sehr komisch. Zumindest in den ersten beiden Bereichen. Ansonsten ist das eigentlich ein ziemlich passender Soundtrack, wie ich finde. Ist übrigens von niemand geringeren als Kenji Yamamoto mal wieder komponiert worden. Und ja, wenn ihr mehr über den erfahren wollt oder auch über andere prominente Metroid-Entwickler bei Nintendo oder auch bei den Firmen, die zusammen mit Nintendo einige Metroid-Spiele entwickelt haben, dann lege ich euch doch einfach mal meine Metroid Fan-Dokumentation ans Herz, die ich im Juli veröffentlicht habe. Wie schön, dass man dafür jetzt einfach mal Schleichwerbung machen kann. Ja, nee, auf jeden Fall, wenn ihr da mal mehr darüber erfahren wollt, ist von zumindest schlechtes Feedback habe ich darüber bisher noch nicht gekriegt. Ist wohl bei vielen gut angekommen und das freut mich auf jeden Fall. Müsste allerdings nur ein bisschen Zeit mitbringen. Denn das Ding geht fast 2 Stunden. Aber ist halt auch relativ ausführlich, obwohl ich tatsächlich lass mich jetzt nicht hier von diesem scheiß Kampfroboter da platt machen. Obwohl ich eigentlich noch ein Kapitel mit hinzunehmen wollte, was über die veröffentlichten Metroid-Inhalte handelt, die jetzt nicht mit Spielen zusammenhängen, also die Mangas und Comics und so weiter, aber das habe ich dann sein lassen, weil das wäre auch nochmal, das wäre wahrscheinlich das längste Kapitel in der ganzen Doku geworden, deswegen habe ich das sein lassen. Vielleicht mache ich da nochmal ein extra Video zu. Könnte gut möglich sein. Naja, wie dem auch sei, wenn ihr Interesse daran habt, schaut es euch doch gerne mal an. Und wenn nicht, dann lasst es halt eben sein. So, wie dem auch sei, wir sind hier jetzt eigentlich, glaube ich, soweit erstmal fertig. Ich bin eigentlich jetzt versucht, ich jetzt hier so direkt nichts mehr finden kann, was und wo wir erstmal weiterkommen können. Das alles da rechts ist alles in hochtemperierten Bereichen. Ja. Deswegen bin ich eigentlich eher jetzt versucht, dass wir nach Dairon zurückgehen. Hier sind wir, genau, hier war ja vorher noch hochtemperierter Bereich, wo wir nicht weiter konnten. Und hier war, das war ja hier auch, wo wir diesen Schalter gefunden haben, um das abzuschließen. So, da können wir jetzt nach dem Aufbau durch. Da
Da kommen wir wieder zurück an eine Stelle, wo wir bereits gewesen sind. Aber hier ist ja noch eine Tür. Und da gibt es eine Missile-Expansion für uns. Ja, nehme ich gerne mit. Wäre schön genug zu haben, um potenzielle Boss-Gegner oder auch eben diese Zentraleinheiten zu erledigen, bevor uns die Missiles ausgehen. So, da war... Da ging's in hochtemperierten Bereich. Wo wir gerade hier sind, vielleicht könnten wir mal auch nach Artaria zurückgehen. Wenn wir sowieso schon mal gerade hier sind und mal schauen, was wir uns da so alles zumuten können. Dank des White Beams und des Morph Balls sollte da ein bisschen was möglich sein. Hoffe ich. Hoffe ich jetzt mal einfach so. Sonst wird es halt ein schöner Weg für die Katz. Da wissen wir zumindest aber mal, was wir sonst noch brauchen, um hier mehr ausrichten zu können. Ja, so, wo wir gerade so bei Kritikpunkten waren, so die Ladezeiten, das ist möglicherweise, könnte man auch noch dazu zählen. Die, gerade wenn man im späteren Verlauf des Spiels, wenn man das darauf abgesehen hat, alle Bereiche zu erkunden und da auch noch ein Spoiler-Alarm-Schnellreisesystem irgendwann dazukommt, das kann einen schon ein bisschen auf die Nerven gehen, aber das ist jetzt, Ladezeiten sind für mich jetzt nicht immer ein punktgleiches Spiel deswegen schlecht zu machen. Das ist eine Schwäche, die ich gerne übersehen kann, es sei denn, es ist jetzt irgendwie was, damals, ich kann mich erinnern, bei der PlayStation 3 Portierung vom ersten Bayonetta, die Platinum Games mal so richtig schön in die Klöten gehauen hat, wo man tatsächlich jedes Mal Ladezeiten sogar hatte, wenn man nur das Pausenmenü aufrufen wollte. War eine richtig miese Portierung, haben sie sich nicht viel Mühe gegeben. Ich meine, gut, die PS3 hatte den Ruf, dass sie nicht einfach zu programmieren war, dass man da gerade in den Anfangsjahren viel Zeit investieren musste, aber es war definitiv mehr möglich als das, was die dabei rausgebracht haben. Aber okay, das ist eine ganz andere Geschichte. Hier können wir uns erstmal dank unseres Morphballs einen Missile-Container holen. Da bin ich doch immer für. So, hier jetzt gucken wir uns auch noch mal ein bisschen um. Achso, okay, das ist... Ah, okay, da kommen wir noch nicht durch. Merkwürdige Blöcke versperren uns den Weg. Können wir jetzt mal, wo hier dieses Item sein könnte, was da auf der Karte, in dem Bereich, der da gerade markiert ist. Klar, hier sollte man nicht suchen, denn das ist außerhalb der Markierung. Aber möglicherweise müssen wir da auch erst, oder... Nee, das ist diese Blöcke da, sind außerhalb der Markierung. Aber kann natürlich sein, dass wir da irgendwie hinkommen. Erst hinkommen, wenn wir die zerstört haben von der anderen Seite oder so. Das könnte natürlich möglich sein. Naja, okay, dann belassen wir es erstmal dabei. So, hier waren wir aber noch nicht. Da unten waren wir, aber hier oben noch nicht. Da kommen wir vorher noch nicht hoch. Aber mehr gibt es ja auch noch nicht. Aber hier. Hier ist auch noch was auf der Karte eingezeichnet. Eingezeichnet. Vielleicht haben wir hier ein bisschen mehr Glück. Ja.
vergessen, wir haben natürlich noch keine Bomben. Und ja, da unten kommen wir gar nicht ran. Da ist das wahrscheinlich irgendwo oben von der Plattform zu erreichen. Aber, ja, hier kommen wir, da kommen wir gleich ran. Und da kommen wir auch ran. Da oben steht da irgend so eine seltsame Apparatur. Die nutzen wir doch einfach mal. Was? Nee, da ist nichts. Okay. Ja, was ist das denn Schönes? Ein Transportsystem. Ein Teleporter, der uns an einen anderen Ort von Kataris bringt. Und das nutzen wir doch auch gleich mal. Interessant. Ja, das ist das Schnellreisesystem, was ich vorhin mal kurz angesprochen habe. Denn, ja. Das gibt's ja auch. Ähnlich wie auch in auf dem 3DS. Hier ist das allerdings ein bisschen anders. Denn hier können wir diese Teleporter nur verwenden. Für den Moment, indem wir ja zu dem andersfarbigen Teleporter uns hin teleportieren können. So, und oh, da liegt doch. Was ist das? Das ist ein Missile Plus Container, der unsere Anzahl mal eben um 10 Stück erhöht. Ja. Da legst du dich nieder. 10 zusätzliche Missiles, da sage ich nicht nein.